Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Im heutigen Video, da geht es um das Thema, wie ich eigentlich zum Protected Contact gekommen bin. Mehr dazu jetzt, nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Mein Name ist Diplombiologe Tobias Dornbusch und ich habe 1995, vor 27 Jahren, angefangen mit Elefanten zu arbeiten und über Elefanten zu studieren. Ja, im letzten großen Video, da ging es ja über meine Geschichte, meine Arbeit mit Elefanten, afrikanischen und asiatischen Elefanten, meine Anfänge in der Elefantenhaltung, noch ganz oldschool im Krefelder Zoo im direkten Kontakt, wo ich auf der Yetu geritten bin, meine Reisen nach Thailand, wo alles direkter Kontakt war und so weiter. Und dann plötzlich spreche ich vom Protected Contact. Da ist einigen noch nicht klar geworden, wie das genau war, und das will ich hier jetzt erzählen. Nun, zunächst einmal sei es noch mal kurz wiederholt. Ich habe am 31. Juli 1995 meinen ersten Tag gehabt bei den Elefanten im Krefelder Zoo, damals noch als Praktikant in der Zootierpflege, als Tierpfleger. Und das war natürlich der direkte Kontakt. Damals gab es ja auch quasi gar nichts anderes in deutschen Zoos. Und so ist es auch geblieben. Ich habe Zoos besucht im direkten Kontakt. Ja, 1997, da war ich das erste Mal im Zoo Osnabrück gewesen. Da habe ich Sabi, Umtali und Toto gesehen. Und da war natürlich auch noch direkter Kontakt im Zoo Osnabrück. Und ich habe damals Perry Hahns kennengelernt. Ich habe auch Zirkusse besucht, von denen war ich in der Tierhaltung meistens nicht so begeistert, ob das Zirkus Krone war oder der American Circus, darüber habe ich gesprochen. Und ich war dann 1999 das erste Mal in den USA und ich habe dort unter anderem besucht den World Famous San Diego Zoo und den San Diego Wild Animal Park. Letzterer ist einer der größten Zoos der Welt und damals waren die Elefantengehege, eins für asiatische Elefanten, eins für afrikanische Elefanten, jeweils über einen Hektar groß und für mich damals als riesig anzusehen. Inzwischen hält dieser Park immer noch Elefanten, aber die Elefantenanlage wurde deutlich vergrößert und aus den zwei Anlagen wurde eine Elefantenanlage gemacht. In beiden Zoos gab es damals Protected Contact und das waren meine ersten Zoos, die ich mit Protected Contact gesehen habe. Allerdings damals habe ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, fast ein bisschen lustig darüber gemacht. Ich erinnere mich im World Famous San Diego Zoo, wie gesagt, die Tierpfleger sind ja nicht in die Gehege der Elefanten gegangen, in Anwesenheit der Elefanten. Und ich kannte es gar nicht anders. Und jedes Mal, wenn die Tierpfleger in die Gehege gehen wollten, mussten sie erst die Elefanten umsperren, dann die Gehege betreten, da was machen, wieder rausgehen, Elefanten wieder reinlassen. Ich habe das damals als sehr umständlich empfunden. Und dann stand eine afrikanische Elefantenkuh im San Diego Zoo, stand so an den Seilen und ein Tierpfleger, Ray oder so hieß der, hat ihr dann so in die Seite gezwickt, in den Bauch, in die Flanke, und die Elefantenkuh hat sich umgedreht und war ganz erbost, so hoch, der hat mich gekniffen, und das war eine Reaktion, die wäre ich aus Zoos wie Krefeld oder Ähnlichem, wäre das undenkbar gewesen. Und ich habe es dann auch im Krefelder Zoo erzählt, den Elefantenpflegern, Herrn Nähring und wer noch alles da war, und ja, Herr Nähring sagte auch, ja, wenn die irgendwie eine Fußbehandlung oder irgendwas machen müssen, die müssen den Elefanten direkt in Narkose legen, du kommst ja gar nicht an die Tiere ran.
Und dann war ich im September 2001 also im Londoner Zoo und im Zoopark Howlett in England. In London war ich auch schon 1996 gewesen im Zoo und im Londoner Zoo. Ich war da mit einer Reisegruppe von Tierpflegern und Zoointeressierten in England. Im Oktober 2001, kurz vor Beginn meines Studiums, da bin ich nach Thailand gereist. Da war ich in verschiedenen Einrichtungen mit Elefanten, in Zoos und in Elefantencamps. Und der direkte Kontakt war immer noch etwas völlig Normales für mich. Und ich habe auf der Rüsselbrücke gesessen zwischen zwei Elefantenbullen. Und ich bin auf einer asiatischen Elefantenkuh durch den Dschungel geritten in Thailand. Und ich habe eine Elefantenkuh mit Bananen gefüttert, die ein Jungtier hatte, ein Bullkalb, das war 3 Tage alt. Und ich habe diese Elefantenkuh mit Bananen gefüttert, die war zwar an einer langen Kette angekettet, aber die stand direkt vor mir. Das war für mich alles völlig normal. Aber dann muss ich sagen, ich kannte seit ungefähr 1996 Alexander Haufellner, den habe ich durch Herrn Nering kennengelernt. Und Herr Haufellner war ja von der European Elephant Group. Und der hat mir 1996 die Nordamerika-Dokumentation geschickt. Und da stand ja schon was über den Protected Contact drin. Und ich hatte dann auch mit Herrn Nering gesprochen. Er hatte gesagt, Elefantenpfleger, das sind doch keine pfeifenden Delfinpfleger und so weiter. Aber ich hatte dann nach und nach sehr viele Gespräche und Telefonate mit Herrn Haufellner. Und der hat mich schon ein Stück weit überzeugt, dass der Protected Contact eigentlich gute Argumente hat. Zum einen die Arbeitssicherheit für die Tierpfleger und zum anderen, dass es keine Bestrafung gibt. Denn zeitgleich wurde mir natürlich auch klar bei der Arbeit im direkten Kontakt mit Elefanten, dass es nicht nur die große Freundschaft zwischen Elefant und Mensch, sondern zumindest ist es auch immer irgendwo eine Angst vor Bestrafung oder die Bestrafung selbst, weshalb der Elefant jetzt ganz exakt das macht, was der Mensch ihm sagt. Und wie gesagt, immer diese unterschwellige Risiko der Angriffe, das zumindest unterschwellig immer vorhanden ist. Und einen Monat später, nachdem ich aus Thailand zurückkam, im Oktober 2001, hörte ich, dass es einen tödlichen Unfall im Londoner Zoo gegeben hat und einer der Elefantenpfleger, die ich dort gesehen hatte, ist nach 26 Dienstjahren von einem Elefanten getötet worden. Ja, und im Februar 2003, da ist dann Perry Hans im Safaripark Bekse Bergen getötet worden von der afrikanischen Elefantenkuh Erna. Und ich muss sagen, der Safaripark Bekse Bergen, ich komme aus Krefeld, das ist nicht allzu weit entfernt, ich glaube um die 120 Kilometer, das war damals der größte Safari-Park, außer San Diego Wild Animal Park, der war natürlich noch größer, aber der größte Safari-Park, den ich in Europa kannte. Und das war wirklich einer meiner Lieblingszoos in Europa und ich mochte, dass die Elefanten mit den Pavianen vergesellschaftet waren und so weiter. Ich bin mindestens einmal im Jahr hingefahren und dann plötzlich die Nachricht, Perry Hans ist gestorben, ist von einem Elefanten getötet worden im Safari-Park Bekse Bergen. Und spätestens da war ich dann eigentlich überzeugt, dass das Risiko des direkten Kontaktes größer ist als die Vorteile und dass der Protected Contact doch besser ist. Außerdem im Oktober 2001 habe ich auch in meinem Biologiestudium angefangen und auch von der Verhaltensseite her habe ich gemerkt, wenn Elefanten die Wahl haben, und Elefanten eigene Entscheidungen treffen können. Das ist ganz, ganz wichtig für Elefanten. Sie haben dann weniger Stereotypie, sie fühlen sich offensichtlich wohler. Und Elefanten sind ja Tiere, die in der Natur ohne Menschen überleben können. Ohne dass ein Mensch sagt, jetzt heb den Stock auf, jetzt stell dich in den Schatten, jetzt trink mal da was, können Elefanten in der Natur überleben. Und im direkten Kontakt in Zoos, ist es wirklich, oder auch in Zirkussen und Arbeitscamps, ist es wirklich so, dass Elefanten dastehen und warten, dass der Mensch für sie den Tag regelt und dass der Mensch für sie alle Entscheidungen trifft.
Und im Protected Contact, neben besserer Arbeitssicherheit und neben der Tatsache, dass man Elefanten nicht bestrafen muss, kommt hinzu, dass die Elefanten ihre eigenen Entscheidungen treffen und dies dem natürlichen Verhalten der Elefanten sehr viel näher kommt. Und dann war ich wirklich im Jahr, also Ende 2002, überzeugt vom Protected Contact, und ich hatte da noch mit Herrn Haufiner telefoniert, ja, mit Elefanten, die im direkten Kontakt ausgebildet sind, mag das Tagetraining und die Pediküre an der Schutzwand ja kein Problem sein, aber geht es auch mit Elefanten, die im Protected Contact aufwachsen, die also nie vorher im direkten Kontakt trainiert wurden? Und da sagte Herr Haufiner, dass das auch möglich sei, und hat ein paar Beispiele genannt. Und dann war ich wirklich überzeugt. Und dann kam dieser schreckliche Unfall in Bixebergen, die danach sofort auf den Protected Contact umgestellt haben. Und dann war ich wirklich ein Verfechter des Protected Contact und habe mich für den Protected Contact eingesetzt. Und der Zoo Osnabrück hat dann auf den Protected Contact umgestellt, nachdem dort Umtali einen Pfleger verletzt hat. Auch der Zoo Köln hat dann 2004 den Elefantenpark gebaut, diese neue Elefantenanlage 2004, und auch die war im Protected Contact in Deutschland. Dann war ich 2003 noch auf dem ECMA, auf der ECMA-Tagung, dem Elephant Keeper and Manager Association-Tagung zu Duisburg damals. Und da hat Gerd Kohl einen Vortrag gehalten über, wie man ein Elefantenrevier leitet. Ja, er war Revierleiter des Elefantenreviers im Wiener Zoo Schönbrunn. Und im Februar 2005 ist dann Gerd Kohl von einem Elefanten getötet worden, vom Elefantenbullen Abu im Wiener Zoo Schönbrunn. Der Abu war damals erst 4 Jahre alt. Das war dann im dritten Jahr in Folge, 2001, 2002 und 2005, okay, nicht ganz 3 Jahre, aber innerhalb von 4 Jahren, der dritte Elefantenpfleger, den ich persönlich mal gesehen, begegnet bin, wenn jetzt ich auch nur bei einem Vortrag von ihm war, aber das war der dritte Elefantenpfleger, den ich kannte, der innerhalb von 4 Jahren von Elefanten getötet wurde, und das alles in professionell arbeitenden Zoos. Und zum damaligen Zeitpunkt war ich dann aber wirklich vom Protected Contact schon überzeugt. Und meine ersten eigenen Erfahrungen im Protected Contact habe ich übrigens im Zoo Osnabrück gesammelt. Da wurde ja 2003 die afrikanische Elefantenkuh Sikkim hin vermittelt, als der Zoo Osnabrück bereits auf den Protected Contact umgestellt hatte. Und an dieser Vermittlung von Sikkim war ich ja nicht völlig unbeteiligt. Ich hatte dann sehr gute Kontakte immer zum Zoo Osnabrück, wo ich ja auch Detlef Niebler kannte und kenne. Und da habe ich dann meine ersten praktischen Erfahrungen gemacht. Detlef Niebler hat mich dann in den Protected Contact und das Tagetraining mit Elefanten eingeführt. Und dann habe ich ja auch selber den Protected Contact eingeführt. Zum Beispiel im Eumense Zoo in Belgien, zum Beispiel im Zoo Tiflis in Georgien, wo vorher die Elefanten im No-Contact-System gehalten wurden. Und das beweist ja, ja, auch Elefanten aus dem No-Contact-System können im Protected Contact gehalten werden. Im Zoo Jerewan, Grant trainiert, der vorher im No-Contact war, auch das hat funktioniert. Dann im Teheraner Zoo im Iran, die sehr schlecht ausgebildeten Elefanten, die zwar alle möglichen Quatsch konnten, aber nichts, was wirklich relevant gewesen wäre, medizinisch, tiergärtnerisch relevant gewesen wäre, die habe ich in den Protected Contact umgestellt und trainiert, hat sehr gut geklappt. Und im Giza Zoo in Kairo in Ägypten habe ich Naema in den Protected Contact umtrainiert, und im Zoo Taschkent in Usbekistan aus dem No Contract oder Contact of No Confrontation habe ich die asiatische Elefantenkuh Putri in den Protected Contact eingeführt.
das beweist ja, dass es möglich ist. Und ich selber habe da auch mich sehr für den Protected Contact eingesetzt und den inzwischen in einer ganzen Reihe von Zoos in Europa, Afrika und Asien eingeführt. Aber dies war nochmal eine etwas detailliertere Erklärung, wie ich selber zum Protected Contact gekommen bin. Und so konnte ich es dann an die anderen Zoos weitergeben. Ja, dies war schon mein kurzes Video für heute. Ich hoffe, dass es gefallen hat. Dann gerne ein Like da lassen. Gerne in die Kommentare schreiben, das lese ich in jedem Fall. Und nicht vergessen, auch ein Abonnement dazulassen und die Glocke zu aktivieren, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!